Ich bin Jakob Schammern, ich bin 33 Jahre alt, komme aus Struer in Dänemark an der Westküste und ich bin hier in Berlin Schulleiter an der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule. Mein Name ist Julia Hoffmann, ich bin 25 Jahre alt, ich bin seit April, wohne ich jetzt hier in Kopenhagen. Vorher habe ich Skandinavistik an der Universität in Tübingen studiert. Ich denke, darin liegt vielleicht auch so ein bisschen das Interesse für die skandinavischen Länder. Und nachdem ich jetzt mit einem Dänen zusammengekommen bin, habe ich mich für Kopenhagen als nächste Stadt entschieden. Mein Name ist Martin Groh. Ich arbeite freiberuflich als Historiker und Kunsthistoriker. Und eines meiner Hauptbeschäftigungsfelder ist das deutsch-dänische Verhältnis, die deutsch-dänische Geschichte. Das hängt damit zusammen, dass ich etliche Jahre in Dänemark gelebt habe. Ich habe Dänisch studiert, etliche Jahre in Kopenhagen und in Südjütland gelebt. Und wenn ich jetzt über das deutsch-dänische Verhältnis sprechen sollte, dann könnte ich natürlich sehr viele verschiedene Aspekte rausgreifen, die also unterschiedlich sind. Also zuerst fällt mir zum Beispiel ein, also dass Dänemark eben über Jahrhunderte lang eine Staatsform, nämlich die Monarchie, gehabt hat. Die Deutschen haben sehr viele wechselnde Staatsformen gehabt, Monarchie, Republik, Diktatur, alles Mögliche sozusagen. Und dann finde ich es auch ein wichtiger Unterschied. Die Dänen sind ein Meeresvolk, also sie leben am Meer. Wir leben in Deutschland in eher unterschiedlichen Landschaftsformen, sind eher so ein Kontinentalvolk. Das könnte man zum Beispiel auch nennen. Aber ich würde gerne so den Aspekt des unterschiedlichen Größenverhältnisses, also der unterschiedlich großen Bevölkerungszahl, herausgreifen für dieses Interview und eben sagen, das ist schon ein bisschen. Also als ich in Kopenhagen studiert habe, war es zum Beispiel so, das war 1989-90, also zur Zeit der DDR-Revolution, der Wende und der deutschen Wiedervereinigung. Und da ist ja sozusagen die DDR mit der Bundesrepublik zusammengegangen, also Ost- und Westdeutschland. Und da haben mich viele Dänen angesprochen, ihr seid so viele und jetzt werdet ihr noch mehr. Und das war schon so ein Aspekt, der mir auch zu denken gegeben hat. Und ich habe das immer so ein bisschen gesehen, nicht unbedingt auf Seiten der Dänen als ein Minderwertigkeitskomplex, sondern eben eher so eine unterliegende, eine unter der Oberfläche liegende Skepsis, wenn die jetzt so viele sind, 80 Millionen auf der deutschen Seite, 5 Millionen auf der dänischen Seite, was kann dann sozusagen mit uns passieren? Und tatsächlich ist es ja so, dass zumindest in der jüngeren Geschichte, seit die Nationalstaaten sich gebildet haben, also seit dem 19. Jahrhundert, haben die Deutschen ja zweimal Dänemark überrannt, nämlich 1864 und dann 1940. Und das ist natürlich so ein bisschen ein Trauma auf der dänischen Seite, das ist ganz klar. Und ich würde aber gerne auch noch so ein bisschen andere Aspekte dieses unterschiedlichen Größenverhältnisses aufgreifen, weil, also ich denke zum Beispiel, ich habe immer gesagt, also wenn man zwei Dänen, die eigentlich einander nicht kennen, zusammensetzt und sie eine halbe Stunde miteinander sprechen lässt, dann finden sie raus, dass sie irgendwie, ja, vielleicht nicht unbedingt über fünf Ecken verwandt sind, aber zumindest gemeinsame Bekannte haben oder aus einer ähnlichen Gegend stammen. Das kann natürlich zufälligerweise auch mal in Deutschland passieren, aber oder Deutschen passieren, aber das ist eben so für Dänemark, finde ich, so ein bisschen typisch. Also die Dänen sind eher so wie eine große Familie. Eben man kennt einander, man vertraut einander, ein wichtiger Aspekt. Während die Deutschen doch eher so ein bisschen eben eine große Gesellschaft sind, eine etwas anonymere Gesellschaft. Ein weiterer Aspekt ist so, dass die viele dänischen Entwicklungen eigentlich eher so also aus dem ländlichen Raum kommen, eben wo man auch eher so an eine dörfliche Gemeinschaft denkt, während in Deutschland sehr viele historische, aber auch zum Beispiel industrielle, wirtschaftliche Entwicklungen von den Städten und gesellschaftliche Entwicklungen von den Städten ausgegangen sind. Also das, denke ich, ist schon auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und so für die Dänen, glaube ich, so ein deutliches Zeichen auch dieses Unterschieds in dieser Hinsicht zwischen Anonymität und familiärem Gefühl ist eben dieses, dass die Dänen du
zueinander sagen. Also es gibt ja im Dänischen auch die Sie-Form, also man duzt zum Beispiel auch noch, sieht zum Beispiel noch die Königsfamilie. Aber ansonsten ist das ja so seit den 60er Jahren eigentlich verschwunden. Und zwar ist es so, dass in Deutschland, naja, dass Sie vielleicht auch ein bisschen schwächer geworden ist, aber eigentlich gilt es schon auch immer noch als die ganz normale Anredeform. Also man duzt einander nicht, sondern man sieht sich zumindest erstmal. Und das ist ja auch so ein Punkt, der den Dänen immer auffällt. Diese Unterschied zwischen auf der einen Seite dieses Gefühl der Familiarität und auf der anderen Seite die Anonymität sieht man zum Beispiel auch im Erwerbsleben, also wo die Deutschen sehr stark hierarchisch denken in ihrem Arbeitsleben, in vielen Fällen auf jeden Fall noch, da denken die Dänen immer eher an so eine flache Struktur. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch etwas ganz Typisches. Und ein anderes Beispiel könnte man auch noch nennen aus diesem Bereich Wirtschaftsleben, gesellschaftliche Entwicklung. Das ist zum Beispiel, also ich habe vor vielen Jahren als Historiker auch mit Verwunderung gesehen, wie schnell die Dänen diese Regionalreform durchgeführt haben, also die Einführung der Region, weil die Ämter und Kommunen und diese alten Strukturen hatten ja über Jahrhunderte existiert. Und das hat man doch, natürlich hat es auch Diskussionen gegeben in Dänemark über dieses Thema, aber das hat man ja doch sehr schnell und relativ glatt durchgeführt. Und wenn man sich vorstellt, also in Deutschland so eine Reform, wir haben oft diskutiert, sollte man nicht Hamburg und Schleswig-Holstein zusammenlegen? Oder es wurde auch vor ein paar Jahren, in den 90er Jahren, mit Berlin und Brandenburg probiert, die beiden Bundesländer zusammenzulegen. Und das ging überhaupt nicht. Also da war überhaupt kein Gedanke dran und es wurde auch abgelehnt von der Bevölkerung. Also dass solche großen Reformen, die sind natürlich in Dänemark durch diese kleine Gesellschaft, durch diese überschaubare Gesellschaft, denke ich, viel leichter durchzuführen als in Deutschland. Also da ist Dänemark eben eher so das schnelle Boot, während Deutschland eher so der träge Frachter ist, der also erstmal ein bisschen braucht, bis er in die Pötte kommt sozusagen. Und ein interessantes Beispiel, denke ich, in dem Zusammenhang ist auch, also man liest ja immer wieder, dass Dänemark eben durch seine Kleinheit auch als so eine Mustergesellschaft gilt, also wo man eben sehr schnell technische Entwicklungen oder also auch neue Produkte lancieren kann und sehen kann, wie kommen die eigentlich an. Und da ist es eben so, dass man sagen muss, da ist schon eben ein Unterschied zu Deutschland, wo das eben sehr viel länger dauert und solche Prozesse viel schwieriger vonstatten gehen. Also ich nenne zum Beispiel nur ein Beispiel eben, wir fangen gerade in Deutschland an, über die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft zu sprechen. Also wir schmeißen sozusagen gerade erst den Motor an und die Dänen sind schon auf der anderen Seite in dieser Hinsicht und rufen, huhu, wir sind schon da. Also das ist schon so ein Unterschied, wo man sehen kann, also wichtige Entwicklungen können sich in Dänemark viel schneller durchsetzen, moderne Entwicklungen viel schneller greifen, wo Deutschland doch eben so ein bisschen träger ist. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, also wir mit unserer großen Bevölkerung, wir mit unserer großen Wirtschaftskraft, wir haben natürlich viel mehr politischen Einfluss global gesehen. Also man hört natürlich eher auf das, was wir sagen. Natürlich hört man auch auf das, was Dänemark sagt, aber eben da haben wir doch einen viel größeren Einfluss. Ein anderer Punkt ist auch noch im Fernsehen. Wenn ich Nachrichten gucke, dann finde ich, also war ich am Anfang ganz überrascht, dass dänische Nachrichtensprecher, wenn sie einen Gast im Studio haben, viel aggressiver mit ihren Gästen sprechen, finde ich. Wenn ich zum Beispiel Deadline angucke, dann finde ich, ist es total verrückt eigentlich, wie manchmal die Sprecher da sitzen und einfach einen bestimmten Satz von ihrem Gegenüber haben möchten. Und dann wird die Frage so lange verpackt, bis sie auch kommt. So funktioniert es in Deutschland, glaube ich, nicht. Also wir arbeiten, die deutschen Nachrichtenmoderatoren, die arbeiten nicht darauf hin, eine Schlagzeile zu bekommen. Und ich glaube auch, in Deutschland würde das Verhalten der Moderatoren oft als sehr unhöflich aufgefasst werden. Auf der anderen Seite ist es total toll, weil man kriegt von einem Politiker auch einfach mal eine Aussage. Ich glaube, das fehlt auch vielen Deutschen oft nach einer Nachrichtensendung. Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, also aus Süddeutschland. Ich war, auch bevor ich nach Dänemark gekommen bin, noch nicht so oft in Norddeutschland. Deswegen habe ich mir persönlich ganz viel Gedanken gemacht über die Landschaft. Ich hatte total Angst, dass ich einfach in ein ganz flaches Land komme, was ich ja gehört habe, weil Dänemark keine Berge hat. Und was dann hier als ein Berg bezeichnet wird,
da muss ich dann oft ein bisschen schmunzeln, weil ich mir denke, also 300 Meter, das ist kein Berg, das ist ein Hügel. Ja, das ist ein bisschen anders. Und ich kenne auch den Wind und die schnellen Wetterwechsel nicht. In Süddeutschland, da hängt das Wetter manchmal einfach für ein paar Tage. Hier bin ich manchmal total überrascht, dass einfach nach 3 Stunden Regen wird der Himmel einfach wieder total blau und die Sonne scheint und man hat einen wunderschönen restlichen Tag. Also das ist schon ein bisschen anders. Und an den starken Wind, da muss ich mich doch jedes Mal wieder neu dran gewöhnen. Also wenn Dänen mich fragen, was denn die Deutschen über die Dänen denken, dann muss ich immer erst kurz überlegen. Ich weiß immer gar nicht so richtig, was ich da antworten soll. Ich denke, die meisten, die hier zu Besuch waren, die hier Urlaub gemacht haben in Kopenhagen, denken, oder auch viele fahren ja dann an die Westküste nach Jylland, die hatten einen wunderschönen Urlaub und erleben die Dänen als ganz entspannte, freundliche Menschen, die irgendwie wissen, wie sie gut leben können. Der größte Unterschied für mich persönlich zwischen Dänemark und Deutschland ist der Nationalstolz. In Deutschland, da ist man ja nicht so laut stolz darauf, dass man Deutscher ist. Ich denke, das hat viel mit unserer Geschichte zu tun und wir lernen nie stolz darauf zu sein, Deutsche zu sein. Als ich hier nach Dänemark gekommen bin, da war das irgendwie ganz anders, weil alle total stolz darauf sind, Dänen zu sein. Es sind ganz, ganz wenige Leute für einen Deutschen in Dänemark und die müssen irgendwie zusammenhalten und da ist halt Dänemark das, was sie alle vereint, glaube ich. Deswegen, man findet hier ganz viel Dänemark, wir Dänen, die Dänen, bla bla bla. Und das hat mich total überrascht. Das ist ein großer Unterschied. Und dass man zum Beispiel auch die Flagge so viel benutzt, das machen wir in Deutschland erst seit der Fußball-WM in 2006, dass wir auf einmal auf die Straße gehen mit unserer Flagge und es nicht komisch ist oder gar irgendwie auf die rechte Schiene eingestuft wird, dass man mit einer Deutschlandflagge unterwegs ist. Das ist dann manchmal schon merkwürdig, in Dänemark so viele Dänemark-Flaggen zu sehen, an Nationalfeiertagen oder an Bussen. Das ist ein bisschen komisch, aber irgendwie auch schön, dass man so viel offener mit seinem Nationalstolz umgehen kann. Ich glaube, was auch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark ist, ist, dass die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen in Dänemark schon wesentlich weiter fortgeschritten ist als in Deutschland. In Dänemark ist es total normal, dass auch ein Vater nach der Geburt des Kindes freinimmt oder vielleicht sogar ein Jahr zu Hause bleibt mit dem Kind. Das ist in Deutschland in den meisten Firmen noch nicht gang und gäbe. Also ich glaube, da muss noch viel passieren, dass Väter auch freiwillig zu Hause bleiben möchten mit den Kindern, weil es da schon noch andere Rollenbilder gibt, die, denke ich, noch ein bisschen mittelalterlich sind. Ein großer Unterschied ist, glaube ich, auch noch das Studentenleben in Deutschland und in Dänemark. Deutsche Studenten sind total überrascht, wenn sie von dänischen Austauschstudenten hören, dass diese in Dänemark eigentlich dafür bezahlt werden, zu studieren. Dass man einen monatlichen Beitrag bekommt, der einem helfen soll, durchs Studium zu kommen und der dafür sorgt, dass alle auch studieren können, egal wie viel Geld ihre Eltern haben. In Deutschland gibt es auch eine Studienunterstützung, die heißt BAföG. Das bekommen aber nur die Studenten, deren Eltern nicht so viel Geld haben und deswegen ihre Kinder nicht so gut unterstützen können. Der große Unterschied ist aber bei diesem Geld, dass die Dänen das Geld nicht zurückbezahlen müssen. Die Deutschen müssen aber dieses BAföG zur Hälfte nach ihrem Studium wieder zurückbezahlen. Deswegen ist es in Deutschland eigentlich total wichtig, dass man noch einen Nebenjob neben seinem Studium hat, weil man sich das sonst gar nicht, den ganzen Spaß neben dem Studium gar nicht leisten kann. Ich glaube, da sind die dänischen Studenten wesentlich, da sind sie ein bisschen besser gestellt und müssen nicht so viel übers Geld nachdenken. Eine große Überraschung war auch, als ich nach Dänemark gekommen bin, dass die Mülltrennung so anders funktioniert. Mülltrennung ist für Deutsche total wichtig und eigentlich würden wir niemals sagen, dass uns die Mülltrennung so wichtig ist, aber jeder Deutsche hat es irgendwie in sich. Als ich dann hierher gekommen bin und gemerkt habe, was alles nicht getrennt wird, das finde ich dann total merkwürdig und jedes Mal, wenn man dann Müll wegschmeißt, fühlt es sich falsch an.
Deswegen, ich bin ein bisschen überrascht, dass ein Land, das eigentlich schon so weit fortgeschritten ist und so viele grüne Lösungen für Probleme hat, da noch nicht so viel unterscheidet. Die Deutschen werden sehr froh, wenn man versucht, Deutsch zu reden. Das heißt also, man muss nicht perfekt sein. Das ist ganz wichtig. Wenn man einfach versucht, sich auszudrücken, kriegt man öfters auch Hilfe. Im Vergleich mit Dänemark finde ich es sehr erstaunlich, wie intolerant die Dänen sind. Wenn man zum Beispiel Nachrichten in Dänemark guckt und ein ausländischer Mann oder Frau sich ausdrückt auf Dänisch, nicht perfekt Dänisch, kommt sofort Untertitel. Das finde ich sehr schlimm, weil man hat ja ohne Probleme verstanden, was die Frau oder der Mann versucht zu sagen haben. Aber sofort werden die stigmatisiert, Stempel drauf, zack, ihr seid nicht gut genug in Dänisch. In Deutsch andersrum ist das wirklich anders. Wenn man hierher kommt, versucht mit eine nicht so gute deutsche Sprache, wird man immer geholfen. Es wird immer positiv angenommen, dass man versucht. Und ich will sagen, dass die Deutschen sehr fehlerfreundlich sind. Als früher erwähnt ist das Siezen in Deutschland sehr üblich. Und als Skandinavier hier in Deutschland muss man sich daran gewöhnen. Ganz ehrlich gesagt bin ich nicht so gut im Siezen. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel mit meinem großen Chef redet, muss ich mich immer im Voraus wirklich konzentrieren und sagen, Herr Jakob, jetzt musst du siezen. Weil das kommt uns nicht so einfach vor. Das ist in Deutschland anders. Also ich erinnere mich, als ich 2005 für erstes Mal in Deutschland hier wohnte, war ich im Supermarkt. Und das war Freitagnachmittag nach der Arbeit und damals hatte ich schon relativ gut Deutsch gesprochen. Und die Frau, eine ältere Frau hinter der Kasse, hat zu mir nett geredet und hat am Ende dann gesagt, und für Sie ein schönes Wochenende. Und ich war am Einpacken und hat dann ganz schnell geantwortet, du auch. Was sie denn ganz, ganz, ganz schlimm gefunden hat und mir sehr, sehr, sehr schlecht angesprochen hat, weil sie natürlich verstanden habe, dass ich während des ersten Gesprächs Deutsch war, weil ich relativ gut Deutsch gesprochen habe und dann habe ich plötzlich geduzt, was eigentlich eine Beleidigung war. Und ich müsste dann schnell sagen, oh, Entschuldigung, Frau, ich bin aber Däne und bei uns ist es üblich und dann war alles auch in Ordnung. Aber das war so ein bisschen, ui, ich muss mich hier ein bisschen anstrengen. Warum ist das wichtig, Deutsch zu lernen? Es ist wichtig, weil wenn du in Deutschland wohnen willst oder was Richtiges erleben, dann ist die Sprache einfach die Schlüssel. Man kann mit der Sprache viel mehr erleben. Man kann viel mehr mitbekommen, mitkriegen. Man kann die Nachrichten besser verstehen. Man kann die Diskussionen unter den Freunden besser verstehen. Als ich hier hingezogen bin, habe ich gewählt. Ich will eigentlich keine dänische Freunde haben, sondern nur deutsche Freunde. Weil dadurch kann ich ja auch die deutsche Sprache besser lernen. Und man wird geholfen. Das heißt, einfach probieren, es wird gut gehen.